So, meine Lieben, der Weg ist nahezu frei bis nach Paris runter. Wenn wir den Hafen haben, dann können wir Foggia einnehmen. Mal sehen, ob wir das auch so nebenbei schon schaffen. Dann nähern wir uns langsam aber sicher der Gustav-Linie. Die müsste irgendwo hier anfangen. Warte mal, Neapel, hier oben ist irgendwo dann das Anfangen. Keine Ahnung. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Das war die Gustav-Linie. Das war die letzte Verteidigung. Also nicht die letzte, aber die letzte Verteidigungslinie vor Rom. Gut, der konnte nicht mal angreifen. War noch irgendwas, was wir machen konnten? Nein. Dann Runde beenden. Mal sehen, ob der Panzer noch angreift. Ansonsten machen wir den jetzt eh platt. Vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht. Werden wir gleich sehen. Ich freue mich schon auf meinen Panzer, wenn er fertig ist. Dann brauche ich noch einen neuen Aufklärerflieger. Also die KI in Sachen Fliegen ist ganz schön dämlich. Frage ist, lassen wir den entkommen? Rettender Schaden. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Puff, puff. Den knallen wir jetzt gleich über den Haufen hier. Der steht doch direkt vor der Sch Geschützbatterie. Sir, I'm told the Americans intend to provide ice cream for their troops. I really don't see the value in Was such wollen die denn jetzt mit frivolous Eis? If I could speak with you for a moment, Commander. The men, well, they're tired. But I know a guy who might be able to help. If you could convince the Navy to bring one of their So. ships to Barletta, he could Puff. rustle us up some ice cream. I think the men would really appreciate it. Das ist weg. Müsste das ja jetzt auch bei dem funktionieren, oder? Was ist der Große? Kann der da? Ne, der kann nicht. Kannst du da? Oder musst du da erst hinfahren? Der tuckert da jetzt dran vorbei, so. Es würde mich interessieren, ob ich den jetzt irgendwie angreifen kann. Ne, also wir können hier die Stellung bombardieren. Was uns aber noch nicht hilft. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Aufklärer. Den würde ich ganz gerne hier losschicken. Ach ne, der lebt ja noch. Na gut, das lassen wir aber erstmal. Wo, da ist der. Wir klatschen ihm Make Uncle erstmal das Sam Ding weg. proud. Puff. Wollen wir den noch bombardieren? Wollen wir den noch ausschalten? Ach, wir marschieren weiter runter. Laufen, 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 laufen. Haben wir genug Munition? Theoretisch könnten wir den einfach mit Artillerie fertig machen. So nahezu, aber das ist eigentlich nicht clever. So. Da ist der Panzer. Oh, da ist der Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Da freut er sich, der gute Roland. Wo marschieren wir denn lang? Unten an der Küste? Oder, oh Gott, wo schicken wir den hin, den Panzer? Sollen wir den wirklich hier auf die Straße? Ohne Aufklärung, ohne alles? Nein, das kann ich CEO felt we needed something to do. nicht. Ja, wenn wir hier weiter vorrücken, dann hole ich mir jetzt erstmal den Aufklärer und wir scannen exakt dieses Gebiet. Information und Aufklärung, das Allerwichtigste im Spiel. Oh ja. Da ist eine Flugabwehrstellung, da ist noch die Batterie, da ist noch die Batterie, da ist noch die Batterie. Du kannst auch feuern, ne? Wichtigste Abteilung. Ja, Feuer. Puff, puff, puff. Ist die auch mit drauf gegangen? Nö, scheißegal. Die ist nicht so wichtig. Die ist auch nicht so wichtig. Da steht Verteidigung. Gut. Alles klar. Die Panzer rücken erstmal bis hier vor. Oh, was das für ein lustiger kleiner Schirmenpanzer ist. Ja, meine Jungs sollen erstmal. Kommt er bis da oder kommt er nicht bis da? Ja, das kriegt er. Wenn da einer ist, kriegen wir die. Ist das nur eine Packstellung? Ja, damit können wir leben, wenn wir da eins auf den Sack kriegen.
Nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir das Ding einnehmen. Was ist mit dem? Kann der nochmal schießen? Oh ja, das kann er. Feuer. Warum ist er, hoffentlich ist er jetzt nicht verrutscht, dass er den noch nicht mit erwischt. Das wäre jetzt echt böse. Bumm, alles klar. Wunderbar. Die Sachen sind erstmal alle eingenommen. Die können nächste Runde das Ding kriegen. Wir haben noch einen Bomber. Wir können noch einen Bomber rüberschicken. Aber den würde ich jetzt ganz gern erstmal da lassen, wo er ist. Alles klar. Ganz in Ruhe, ganz genüsslich rücken wir hier vor. So, der Flughafen wird als letztes eingenommen. Der Panzer versucht sich in Sicherheit zu bringen. Der kommt jetzt aber nicht mehr weg. Mm-mm. Hauptsache versinken die jetzt nicht mehr in Zerstörer. Gut, der Panzerwagen rückt jetzt vor. Die beiden fighten jetzt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber das tut ja so gut wie gar nicht weh. Die beiden Panzerwagen kommen. Ein Panzer dahinter. Jetzt geht's endlich, glaube ich, richtig los. Die versuchen noch zu entkommen. Die machen wir jetzt mit der Artillerie platt. Die Schiffsartillerie wird da nochmal draufhalten. Okay, men. Thanks to our theater commander, I've lined up some delicious ice-cold treats for everyone on leave at Barletta. Get them while they're cold. Did you say ice cream? Wir haben nicht mehr genug. How the hell did you pull that off? So, oh Gott. Können wir den fliegen lassen? Nee, für... Wieso geht doch? Ach nee, für... Wer steht denn hier drin als Dings? Ach, der braucht für einen Bombenangriff 100. Gut, wir haben die ganze Munition verballert. Macht nichts. Dann nehmen wir jetzt erstmal das Ding ein, ohne Gegenwehr. Zack, eingenommen. Da ist noch eine Einheit, die müssten wir ausschalten. Dann sind wir durch. So, du kümmerst dich jetzt erstmal um den Panzer. Meinst du, den kriegen wir so? Let's do some good, boys. Autogefecht, da machen wir jetzt keine großen Aufstände, das gewinnen wir, zack. Kriegen wir vielleicht ein bisschen auf den Sack, aber das können wir machen. Wir können uns dann heilen. Putz, dann geht's denen auch wieder gut. Und hier wird's jetzt witzig. Ihr schaltet, nee, ihr nehmt jetzt erstmal das Ding ein, damit wir das Gelände haben. Wunderbar. So, das heißt, mehr Treibstoff für die Jungs. Und wir haben jetzt wieder genug Munition. Da würde ich jetzt aber gerne erstmal ihn versenken. Puff. Noch nicht, aber fast. Aufklärung lassen wir erstmal sein. Das Ding gehört erstmal mir. Wir könnten auch die erstmal heilen. Wir haben genug Manpower. Daran soll es nicht liegen. So, Panzer. Wir können... Ihr werdet jetzt die Ersten, die angreifen können. Was sollen wir hier noch machen? Eigentlich gar nichts mehr. Müssen wir da echt eine Verteidigungsdings hinstellen? Was steht denn hier alles? Wettkampf teilnehmen. Ja, pff, das ist mir doch eigentlich erstmal relativ. Können wir bei euch noch was verbessern? In der Kompanie. Ja, von mir aus können wir machen, kein Problem. Dann können wir die Floristik freischalten. Haubitze freischalten. Schützenabteilung frei. Dann den. Dann kriegt ihr die auch die Haubitze mit dazu. Damit sieht ihr erstmal gut aus. Feldbetätigung, Verteidigung. Benötigt Logistikabteilung. Ja, das ist mir schon klar. Und die kann ich jetzt... Benötigt Logistikabteilung. Die habt ihr alle noch nicht freigeschaltet. So, jetzt hast du die Logistikabteilung. Und jetzt? Bevölkerungslimit. Ah, da brauche ich also einen für Dings. Fähigkeiten. Ja, was würden wir denn hier gerne noch kaufen? Den Bulldozer schon. Das... Oh, das Ding ist mit Flakwagen. Ist das Ding schon cool. Aber Unterstützungsschirmen. Ein Panzer wäre auch geil. Artillerie, 5 verfügbar. Wir kaufen den.
kaufen wir den. Dann kaufen wir hier. Was haben wir hier sonst noch so? Dafür haben wir noch nichts gekauft. Zusätzliche Munition. Oh Gott, hier müssen wir auch noch freischalten. Oh. Zählt das für jede Einheit oder ist das hier? Ne, das ist für alle, gut. Ne, ist es nicht. Oh Gott, das ist ja mächtig kompliziert. Und ich kaufe hier gerade irgendwas. Anforderungen. Okay. Ach ja, hier können wir noch 18 Verbesserungen reinhauen. Oh, oh, oh. Munition. Erhöht das Munition und zusätzliche Munition. Ja, Munition brauchen wir. Das ist toll. Elite-Kommando ist mir scheißegal. Spezialeinheiten Greyhound brauche ich nicht. Scharfschütze ist mir egal. Der Wacke-Mörser-Trupp wäre schon geil. Ah, jetzt weiß ich, warum da kein Bazooka-Trupp war. Den nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir noch den Schaman mit dabei. So, Elite-Unterstützung. Sämtliche Infanterie auf Schlachtveteranstufe 1. Ja, bitte. Gewährt Unterstützungsfähigkeit, Echtzeitkampf herbeirufen können. Joa, wie viel kostet das? So gut wie nichts. Gut, alles klar. Das ist ja auch meine beste Truppe. So, du kriegst jetzt hier auch nochmal die Artillerie. Dann kaufen wir nochmal das. Dann kaufen wir nochmal die. Ja, ich muss mich ja auch erstmal hier zurechtfinden. Ich habe zwar 22 Runden gespielt, aber so richtig, ne? Aber noch nichts gerissen hier. Also, rein. Der heutige erste Kampf. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was wir jetzt hier so haben. Wir haben Flugunterstützung. Ja, Aufklärer, die brauchen wir nicht unbedingt. Was hat der Gegner? Angriffsflugzeuge, Panzerabwehr. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt auf dem Schlachtfeld auswirkt. Ja, also, da, wer jetzt von Company of Heroes 3 hier noch nicht so viel gesehen hat oder allgemein sagt, ich weiß nicht, dem kann ich sagen, ja, bis jetzt unterscheidet sich das von Company of Heroes 2 nicht wirklich, außer diese Kampagne. Die ist toll. Deswegen wollte ich die auch zeigen, weil da ist echt mal was anderes zu sehen gewesen. Deswegen war ich auch voll überrascht. Ja, mal gucken. Oh, fuck. Those flak guns are gonna rip our ships to pieces. We need to deal with them. Eine 8,8 cm Kanone. Guten Bunker. Ich sag jetzt nicht, wir müssen vom Wasser aus angreifen. Wir kommen von rechts. Wir kommen vom Land aus. Right, men, listen up. These three coastal guns are wreaking havoc on our ships. So the brass have signed us up to silence them. And you drew the short straw. You can get to the coast via the western road. But the Krauts have set up bunkers along the route that you'll need to destroy if you go that way. These guns are a critical part of the German defenses. Ja. So go wipe them off the map. Hauptprioritätsziele sind die 8,8 Kanonen. All right. This ain't gonna Angriffspioniere, be easy, but the men on those ships are relying on us. Let's go. Sollen wir da eine Panzerabwehrdings mitnehmen? Umwendungen allerdings was schirmen? Wir rücken erstmal durch. Und ihr seid diese lustigen Angriffspioniere oder was? Haben sie voll drauf? MG-Trupp. Das war das Wichtigste. Können die da rüberlaufen, ohne erschossen zu werden? Ich würde sagen, die rüsten wir. Muss auch ohne Territorium sein, der von mir aus. Wir schießen noch von da. Ich weiß nicht, ob sie die schaffen. Bis jetzt sieht das so aus, als wenn sie das hinkriegen. The Germans have emplacements covering the road. If we can clear them out, we'll have a straight shot to the coastal guns. Wir werden mal eine Panzerabwehrkanone mitnehmen. Ja, zerstören sie feindliche Bunker, da sind wir mit dran.
Trefft euch mal alle hier. Halt mal drauf da. Von hier aus können wir dann an die Bunker ran. Alles klar. Der hat die immer noch nicht abgeknallt. Vorwärts. Oder will ich den hier behalten? Nee, nee, du kommst mit runter. Die stehen ja nur und halten die Stellung. Das ist also alles sehr gut machbar. Dann gibt es erstmal die Bar. Daher brauchen wir 120. Mal gucken, ob ihr das hinkriegt zu zweit. Da hätte ich schon ganz gerne noch so ein kleines Spezialkommando daneben, was ein bisschen mithilft. Die kriegen wir gleich, die kriegen wir gleich, die kriegen wir gleich. Wunderbar. So, egal was kommt, ihr seid eigentlich gut ausgerüstet. Wenn ihr jetzt nochmal eine Infanterietruppe zur Verstärkung bekommt, seid ihr da eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Ihr gebt dem mal Deckung und dann wird er schon. Oh, scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Die haben mir jetzt voll eine reingehauen. Wir ziehen uns komplett zurück. Das tat weh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Panzer können wir nicht schicken. Den oberen Hügel nehmen wir noch nicht ein. Geht da mal hoch. Nee, geht da nicht hoch. So, jetzt habe ich aber die Fresse dick. Zieht euch zurück. Wir holen uns da jetzt den Mörserbunker. Zum ersten Mal werden wir hier zurückgeschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Daran bin ich gar nicht mehr gewöhnt, dass ich auf den Sack bekomme. Wir brauchen ein neues Fahrzeug. Wir brauchen alles nochmal neu. Ein Glück sind wir nicht unter Zeitdruck. Sind das nicht nochmal 5? Keine Ahnung. Vorwärts. So, Mörserstellung. Abwarten, bis sie steht. Können Sie gerne wieder haben. Das ist erstmal nicht das Problem. Ach komm, die gute alte Medizinstation, die war schon immer gut. Warte mal, bis das Ding steht. Ist jemand Schluss mit lustig? Wo wollen wir denn hin? Knall ihn weg.
Puff. Vorwärts. Puff. Vorrücken. Das Geschütz würde ich da unten ganz gerne platt machen. Aber möchte ich auf den Sack bekommen. So, vorwärts. Puff, puff, puff. Die Pack hat sich ein bisschen weiter zurückgezogen. Das macht alles nichts. Wie weit können der Mörser schießen? Ich hoffe, dass der bis da oben rankommt. Ah, Mörserdruck, Dito. Knallt das Ding jetzt endlich ab. Puff. Panzerabwehr brauchen wir nicht. Vorrücken. Vorrücken. Hinten an den Bunker ran. Halt drauf. Pusht ihn. Könnt ihr den heute nochmal klatschen hier, oder wie ist das? Zack. Nebenbei die Munition einnehmen. Puff. Tot. Wunderbar. Dann nimmt jetzt hier den Mörser ein. Verstärkung kommt. So. Obere Stellung erstmal eingenommen. Wir können 60 Leute haben. Wie wäre es denn jetzt mal mit ein paar Panzern? Zumindest erstmal der Versuch, dass wir welche rankriegen. Noch ein Bazooka-Trupp? Ich weiß nicht. Wir könnten den Flakwagen holen, der wäre echt geil. Der ist gegen Infanterie, ist der richtig der Burner. So, nächste Stellung da hinten. Jetzt haben wir unseren eigenen Mörser. Oh, alles auf einen Haufen stellen, was so clever ist. Das werden wir jetzt gleich zusammen herausfinden. Die sollen da nach außen gehen. Flankiert die Jungs. Vorwärts. Das sieht auch auf jeden Fall so aus, als wenn hier vielleicht ein Gegenangriff stattfinden könnte. Bin mir nicht sicher, aber ich will hier dieses Gelände abdecken. Ah, Mörser. Holt euch den da hinten. Aufklärer halten hier erstmal die Stellung. Ihr gebt mir jetzt hier gleich erstmal ein MG. Ihr nehmt den Punkt ein. Rückt euch davor. Zack. Freunde, wenn der Flakwagen hier langkommt. Okay, nicht vor die Panzerabwehr, das ist nicht so sexy, aber... Zerstört das Ding. Knallt den Bunker weg. So, egal was kommt, wir haben von hier erstmal Deckung. Ja, ja, wir sind dabei. Wir kommen jetzt mit allem, was wir haben. Wir sammeln uns. Und für die ganze Sache hätte ich schon ganz gerne einen Panzer. Und den kriegen wir auch, sobald wir genug an allen lustigen Kleinigkeiten dabei haben, kann das hier losgehen. Die stehen hier drüben noch. Halten die Stellung. So, also wenn was von hinten kommt, dann sind wir da.
Name it. All right. Nice and quiet. M16 ready to chew. Sniper! Sniper, wo? Wo ist der Drecksack? Da oben mit dem Verein. Knall ihn raus da. Wir könnten uns eine Panzerabwehrwaffe mitnehmen. Wie weit ist der Panzer? 360, ein bisschen müssen wir noch warten. Ernsthaft? Sniper den mal da raus. Der Booker steht natürlich wieder genau so, dass er gerade nicht trifft. Der darf hier gleich bis vorne auf den Platz fahren. Wenn er da ist, geht's los. Flakwagen voraus. Mörser dahinter. Alles andere kommt mit. Der Junge räumt jetzt auf. Der Gegner mit Panzer kommt, ist am Arsch. Wir haben nämlich auch eine ganze Menge. Ready for act. Move your asses. Jesus. What? Let's go, boys. Orders just came down. Oh. Da steht doch irgendwas. MG waiting on you. M4A1 Sherman deploying. Ja, er kommt. You're ready to kick some ass, boys. Let's advance. M6 repositioning the quad mount. We're on it. You are the man. Vorrücken, puff, puff. Jo. Wo ist er? Jawohl. Hol ihn dir. Mit vor, nimmt die Dinger ein. Und das Schöne ist, man kann hier eigentlich nicht versagen. Also egal, wie scheiße ich mich eigentlich anstelle. So viel dazu. Ja, kein Problem, wir arbeiten dran. Unser MG steht nicht da, wo es hätte eigentlich sein müssen, aber okay. Sherman übernimmt die Sache. Ja, soll die Panzerabwehr da erstmal stehen bleiben? Die steht da so ein bisschen unter Deckung. Die gibt uns nach hinten Deckung. Macht das schon. So, ihr kommt mal raus. Vielleicht kommt hier noch ein Gegenangriff. Ich gehe einfach mal davon aus. Warte, will ich den so bauen? Ha! Ab und an, ne? Wenn ich dazu komme, diesen Bunker da zu bauen. Warte mal. Wenn der da ist, seid ihr ganz schön am Arsch. So, wir rücken vor. Brauchen wir den Mörser noch? Nee. Ich spiele die Motions wirklich zum ersten Mal und, das war die richtige Entscheidung. Warte mal, Freunde. Das hatte ich mir nämlich gedacht. Jetzt müssen ja irgendwann mal ein paar Gegenangriffe kommen. Warte mal, bis die Pack steht, mein Freund. So, der Rest drückt vor. Einfach durchlaufen. Du besitzt da die strategische Position. Der Rest läuft durch. Holt ihn euch. Nach oben hin absichern. Der Rest fährt durch. Die schießen wir einfach über den Haufen. So. Egal was kommt, wir sind hier perfekt vorbereitet auf alles. Wollen wir den hier stehen lassen? Oder hier hin? Ich bin mir noch nicht sicher. Am liebsten würde ich ihn da behalten, aber dann brauche ich hier eine Verteidigungslinie.
Indirect fire crew ready for go. Wunderbar. Letzte Verteidigungslinie da oben noch zerstören, da sind wir durch. So. Ah, willst du den noch zu Ende bauen? Na komm, bau ihn zu Ende. Okay. Schieß auf den da. Knall den weg. Aha, dass er nicht einfach das Ziel wechselt. Puff. Besatzung geschockt, kein Problem. Ziehen wir uns einen Schritt zurück. Oh Gott. Die Abteilung steht doch auch noch hier. Du kannst mal rankommen. Reparieren, reparieren, reparieren. Wunderbar. Benutze den Panzer als Deckung. Ah, ist doch besser, wenn er so steht. Hier flankiert. Panzer bleibt hier stehen. Alles klar, Gelände gesichert. That's it. That's the last one and the crowds are falling back. Regroup and I'll get Buck from the good news. That's a go, boys. Haben wir's? Also ich hatte bei den letzten Malen ja immer schon mal mit einem Gegenangriff gerechnet. Aber es kam halt keiner. Ja, und dann stehst du natürlich da, hast dann einen MG-Bunker aufgebaut, wartest und keiner kommt. So, aber ich erwarte jetzt ja noch so einiges, ne? Bis jetzt war das ja echt immer Pillepalle. So, easy. Dann wollen wir noch unten rechts unseren kleinen Hafen einnehmen und dann hat sich die Sache hier erledigt. Dann würde ich langsam mal da durchgehen, weil bei der Gustav-Linie, da muss echt, da stand echt viel. Da ist Monte Cassino. Monte Cassino ist immer noch eine sehr schöne Geschichte. Die Alliierten haben immer gesagt, da sollen sich die Deutschen verteidigt haben. Sollen, aber so wie es dann doch war, waren anscheinend doch keine Truppen vor Ort, sondern nur eventuell ein paar Speer wegen der erhöhten Position. Du hast da eben halt... Ja, das ist ein Gebäude auf dem Hügel, ja, oder ein Kloster, halt, du hast da eine super Übersicht. Ja, deswegen echt schwer zu sagen, ob die Deutschen das da wirklich besetzt haben. Ich würde sagen, da standen schon welche. Vielleicht nicht gut verteidigt, aber als Spähposten kannst du das Ding nicht einfach liegen lassen, weil es ist strategisch sehr wichtig. Und daher